Florian Silbereisen, Liebessensation. Ihr gehört sein Herz. Wer Florian Silbereisen, 39, in letzter Zeit auf sein Liebesleben anspricht, steht vor einem Rätsel. Ist der wohlbegehrteste Junggeselle des Schlagers dann nun in festen Händen? Wem gehört sein Herz? Das hat er jetzt verraten. Von vielen Frauen wird der Traumschiffkapitän umschwärmt. Da ist zum Beispiel die hübsche Schlagersängerin Melissa Naschenweng, 30, die Flori ganz schön gut findet. Ich muss sagen, er ist ein sehr netter. Die Liebe zu Kindern und zu den Bergen verbindet die beiden. Doch das Liebeskarussell dreht sich weiter. Auch mit Schlagerstar Beatrice Egli, 32, versteht sich der Showmaster auffallend gut. Florian und ich teilen uns die Bühne mit Leidenschaft, verrät Beatrice, laut Neue Post. Die beiden lachen viel, albern herum. Diese Vertrautheit ist eine tolle Basis. Helga ist immer an seiner Seite. Aber auch von Flores Ex-Freundin Michaela, 37, war zuletzt wieder die Rede. Bis 2006 waren die beiden ein Paar. Wir haben uns immer noch lieb. Aber wir sind zu jung, um weiter wie ein Ehepaar zusammenzuleben, verkündeten sie damals. Nach einem strikten Schlussstrich klang das nicht. Zuletzt dachte man, Flores Herz würde Sängerin Helene Fischer, 36, gehören. Trotz der Trennung 2018 ist das einstige Paar tief verbunden. Wir sind als Freunde sogar noch enger zusammengewachsen, erzählt er. Bei so vielen tollen Frauen, da kann das Herz schon einmal hin und her hüpfen. Flirten ist doch was Schönes. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen, gibt der Showmaster selbst zu. Und doch ist er eine Frau, bei der Flori einfach mal zur Ruhe kommen kann und die ihn besser kennt als jeder andere, seine Mutter Helga, 70. Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Sie weiß alles über mich. Insofern ist es bis heute ein sehr, sehr enger Kontakt. Und das bleibt hoffentlich noch ganz, ganz lange so, machte ihr jetzt eine rührende Liebeserklärung. Bis er irgendwann seine große, wahre Liebe findet, wird vielleicht noch die ein oder andere Partnerin kommen und gehen. Doch Mama Helga gehört sein Herz seit 39 Jahren. Für immer.